dem Schisch Leib und Seele als Ganzes. Und man kann das nicht auseinander dividieren, dass der Glaube nur eine geistige Realität ist. Das sicher auch. Aber es ist ein Ganzes, wo der ganze Mensch dahinter steckt. Und mit ihm dann auch das Umfeld, wo er drinnen steckt. Das ist das, was heute ein gutes Stück Vergangenheit ist, weil unsere Gemeinschaften nicht mehr leben. Ich denke, manchmal in der Zeit, als ich Vikar war in Bern, da hatte ich übrigens die ersten Verbindungen mit Gümligen und Muri, indem eine von meinen Blaringführerinnen von Gümligen hergekommen ist. Ja. Und durch das bin ich mit Gümligen immer in Verbundenheit geblieben. Aber da ist immer eine lebendige Gemeinschaft dahinter gsi. Und ich sehe jetzt, wie unsere ehemaligen Jugendführer und Jugendführerinnen, wie die noch bis heute aus dieser Gemeinschaft heraus leben. Das ist sicher ein Stück, das verloren gegangen ist in unserer abendländischen Gemeinschaft. Ich habe als Generalvikar mit dem Bischof Würst mehrfach versucht, so eine Thematik zu grundlegen für die Fortbildungskurs, dass man die theologische Grundlage der Eucharistie vertiefen. Aber das habe ich immer rausgeschoben. Ah ja. Immer abgeschoben. Ich habe nie begriffen, warum. Für mich war das selbstverständlich, als ich in die Kantonsschule gekommen bin und vorher schon, wenn man Liturgie feiert, dass man dann auch wirklich mit der Gemeinschaft gemeinsam feiert und nicht der Pfarrer feiert da etwas für seine Gemeinde. Es ist die Gemeinschaft, die mit dem Pfarrer zusammen feiert. Startpunkt war natürlich die Synode 72. Die Zusammenarbeit, wie wir sie dort hatten, die haben wir nie mehr seither. Warum ist das nicht mehr möglich gewesen? Das ist unmittelbar nach der Synode noch weiter versucht worden. Dort hat man sich noch gekannt, hat auch miteinander den Kontakt gehabt mit den theologischen Fachkräften und der Bischofskonferenz und auf der anderen Seite die evangelische Seite mit dem Kirchenbund, mit der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen, wo der eine größere Bedeutung bekommen hat nach der Synode und nicht zuletzt durch den Dialog mit Rom Gewicht bekommen hat. Der Dialog zwischen Johann Paul II. Damals den Kongregationen, die wir besucht haben, und der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen, das ist schon ein wesentliches Element geworden. Aber man hat dann nachher später, dank damit Misstrauensaussagen auch von den Medien, von der Presse, irgendwie diesen Vertrauensvorstoß ein Stück weit verloren und ist dann auf einer Ebene abgekackt, wo es einfach nicht mehr geklappt hat. Auf was hoffst du für dich selber im Blick auf die Begrenztheit von unserem Leben? Ich hoffe, dass ich möglichst ohne grosse Problemschichtungen kann in den Tod hineingehen, dass ich mit Vertrauen
darf den Weg ins andere Leben beschreiten, im Vertrauen darauf, dass Jesus mich nicht allein lässt.